So, hallo und willkommen zurück bei mir. Ihr seht, ich fange schon wieder was Neues an. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe Spaß dran, Sachen neu anzufangen. Schaff's aber nicht wirklich, andere Sachen weiter aufzunehmen. Das tut mir auch leid. Bei manchen Sachen kann ich nicht weiter aufnehmen, beziehungsweise muss noch schneiden oder habe Upload-Probleme. Oder es sind Let's Play Together und dann geht das einfach nicht. Aber ich versuche mich mal an mein Zeug ranzuhalten. Ich hoffe, das ist jetzt das Letzte, was ich neu anfange. Ich habe hier wieder was Neues aus dem Hause Dedelic. Man merkt überhaupt nicht, dass ich die Spiele von Dedelic irgendwie mag oder so. ja, ich spiele sie einfach gerne. Ich mag solche Spiele. Und ich habe hier was Neues ausgegraben. Und bevor mich dieses Geräusch total wahnsinnig macht, werde ich da klicken. Aha. Oha. Die Musik gefällt mir. Puh, ich glaube, das Spiel wird mir gefallen. Ich schraube es trotzdem ein bisschen runter. Die Sprache. Aha. Das Deutsch. Ach, ich hätte in die andere Richtung klicken sollen. Okay. Wir machen es mal auf Deutsch. Ich spiele es eigentlich. Ich würde es gerne auf Englisch machen, aber für euch Zuschauer, nachdem es ja deutsches Let's Play ist, machen wir es dann doch mal Deutsch. Okay. Das sieht sehr hübsch aus. Und ich würde sagen, willkommen bei GOMO. Ich habe keine Ahnung, um was es hier geht. Ich habe es mir gekauft, weil Dedelic und weil Point-and-Click-Adventure und weil die Screens irgendwie interessant aussahen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir an und klicke auf Neues Spiel. Aha, das ist ja gerade echt süß hier mit den Pfeilen. Klicke hier. Ich klicke mal. Okay. Oh. Also, man kann jetzt einfach irgendwo hingehen. Das Ding ist ja süß. Es hat gerade geträumt. Mir gefällt die Musik. Sie ist echt, die ist echt super. Nanu, da oben ist jemand. Okay. Das Ding schläft mir wieder ein. Okay, ich mach mal was. Ich gehe mal darüber. Und nun? Aha. Ah ja, das ist der Fall, wenn man interagiert. Interessant. Sonst so? Mal hier rüber. Da ist ein Schlüssel. Ein nettes Inventar. So eine praktische Tasche hätte ich auch gerne. So, was denn noch? Ich kann hier rübergehen. Kann ich mit irgendwas Lichtschalter? Das Haus hier hat auch einen Dachboden. Ich habe aber keine Ahnung, wie man hochkommt.
Vielleicht geht's von außen? Warte, was? Da oben liegt TNT? Ich hinterfrag das mal nicht. Ah ja, die Tür ist verschlossen. Ja, gut, dass wir den Schlüssel haben. Oha. Der Traum war gar nicht so ohne. Was? Okay. Das ist ja interessant. Der Hund wurde entführt und wird als Geisel gehalten und wir kriegen unseren Hund wieder, wenn wir einen Kristall finden. Was auch immer. Okay, es gibt Aliens. Schön. ja. Okay. eine Mine, in die ich mal einsteige, also in den Wagen und jetzt geht's rein. Wow! Okay, ich mag das Spiel. Ich mag die Screens, ich mochte gerade die ganze Darstellung, die Animationen, das halt, was zwischendrin passiert und die Musik. Das Spiel hat was. Gut, gefällt mir. Gut. I want you. Und diese Screens, wie lange wir schon fallen, also das war echt witzig. Dass hier alles so rumgammelt. Was haben wir denn da? Schön. Okay, wir gehen dann mal weiter. Wie das Ding geht, das ist ja flauschig. So, wo sind wir denn hier? Ein WC. Mhm. Und hier geht's hoch. Oh, und wie das die Stufen raufgeht. Entschuldigung, ich musste mich eben strecken, weil es für mich viel zu früh ist. Irgendwas Sinnvolles muss ich ja machen. Was? Ja, super. Da ist ein Haken. Den will ich haben.
So. Was haben wir denn da? Was? Also ich hätte die Bombe praktisch gefunden. Ah, es ist eine Karte. Ich habe schon eine Vermutung. Aber ich glaube, ich gehe erstmal da runter. Wir gucken mal zum WC. Das Ding hat praktische Arme. Was? Schöne Toiletten? Was? 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 Okay. Fragt mich nicht, was das gerade war. Interessant. Und falls es jemandem aufgefallen ist, die Melodie, die da im Hintergrund läuft. Das klingt nach Jack and Jill. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Gefällt mir. Obwohl es gerade ein bisschen komisch war, aber nur ein bisschen. Okay. So. Jetzt waren wir auch auf dem Klo. Können wir ja weitermachen. So. Wir haben einen Haken. Ich würde sagen, wir hangeln uns da hoch. Auf geht's. Und hoch. Hui. Sehr schön. Und hier haben wir die Tür. Verstehe. Müssen wir erst den Code angeben? Darf ich mir den nochmal angucken? Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie man es interpretieren soll. So? Ah, tatsächlich. Und die Tür geht auf.